Hey Leute, herzlich willkommen zu den ersten Nachrichten im Jahr 2019. Schön, dass ihr dabei seid. Letzte Woche war ja noch irgendwie die Weihnachtspause. Diese Woche ganz normal Innenpolitik, Außenpolitik und ganz zum Schluss die gute Nachricht der Woche. Zum Start vom Jahr 2019 sind vom Gesetzgeber einige Gesetze erlassen worden, die den Arbeitnehmer entlasten sollen. Der Grundfreibetrag steuerlich ist von 9.000 auf 9.168 Euro gestiegen. Das heißt, damit soll die kalte Progression abgebaut werden. Das Kindergeld ist um 10 Euro erhöht worden und auch hier der Freibetrag erhöht worden, was eben Familien entlastet. An der Stelle die Krankenversicherung wird jetzt wieder paritär aufgeteilt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Beide zahlen 50-50, nicht wie vorher. Der Arbeitnehmer zahlt mehr, auch eine Entlastung. Die Pflegeversicherung wird zwar ein wenig teurer, aber genau um den Teil, den die Arbeitslosenversicherung günstiger wird, das gleicht sich an der Stelle aus. Und das vermutlich Wichtigste, der Mindestlohn ist von 8,84 Euro ab dem 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro gestiegen. Kommen wir zu dem Cyberskandal im Dezember, beziehungsweise der jetzt bekannt geworden ist. Im Dezember gab es eine Art Adventskalender, wo eine Person über Twitter private Details von und Schriftverkehr von Künstlern, von Politikern, von Prominenten veröffentlicht hat. Dazu gehören Merkel, aber auch Böhmermann oder Künstler wie KIZ. Woher diese Informationen alle stammen, weiß man noch nicht, anscheinend aus mehreren Quellen. Auch nicht alles davon ist wahr. Es sind mittlerweile schon einige gefälschte Dokumente aufgetaucht, die halt eben so im Schriftverkehr überhaupt nicht passiert sind. Wie gesagt, man weiß nicht, wo das herkommt. Die Ermittlungen stehen an. Es ist aber kein Regierungsnetz wie in den letzten Jahren betroffen, sondern es sind vor allem private E-Mail-Betreiber, aber auch die E-Mail-Betreiber der Parteien betroffen. Und interessanterweise, alle Parteien sind betroffen, außer der AfD. Auch außenpolitisch hat das Jahr 2019 Auswirkungen, denn der EU-Ratsvorsitz wechselt und geht dieses Jahr an Rumänien. Im schwierigen Jahr 2019, wo die Europawahlen anstehen, wo geschaut werden muss, sind die Rechtspopulisten in Europa weiterhin auf dem Vormarsch. Aber auch der Brexit wird 2019 kommen, egal wie. Dementsprechend ein schwieriges Jahr für die EU und gerade schwierig auch, dass Rumänien jetzt den Vorsitz übernimmt, denn es gibt jede Menge Korruptionsvorwürfe in Rumänien bezüglich der Regierung. Der Staatspräsident und die Regierung arbeiten gegeneinander. Es soll eine Justizreform kommen, die eben die Rechte der Justiz einschränkt. Das alles ist noch nicht so weit fortgeschritten wie in Polen oder in Ungarn zum Beispiel, nimmt aber dessen Züge an. Dementsprechend ist das Ganze ein wenig problematisch. Trotzdem gibt es weiterhin viel Vertrauen in Rumänien und man hofft, dass eben die EU durch dieses schwierige Jahr führen kann. Zwei Punkte zu den USA im neuen Jahr, denn es gibt einen neuen US-Kongress, der ist ja letztes Jahr bereits gewählt worden. Dieser ist jetzt bunter, er ist demokratischer, es gibt Vertreter von den indigenen Völkern in den USA, es gibt jetzt mittlerweile Muslime im Kongress und die Demokraten haben hier wieder die Mehrheit, was es für Trump sehr viel schwieriger macht, Gesetze durchzubringen. Außerdem gibt es immer noch den Shutdown in den USA. Das heißt, seit 2 Wochen werden dort viele, viele Beamte, was Krankenhäuser, Museen und Verwaltung angeht, schlicht nicht bezahlt. Die Bezahlung ist, die Finanzierung davon ist schlicht einfach nicht geregelt worden. Man konnte sich nicht einigen auf einen Haushaltsentwurf, weil unter anderem Donald Trump eben auf Geld besteht, was er für den Bau der Mauer auf der Grenze zu Mexiko verwenden darf. Und das sehen die Demokraten an dieser Stelle nicht ein. Dieser Konflikt schwelt. Trump geht davon aus, dass der Shutdown noch weiter anhalten wird, eventuell monatelang, was eine riesige Katastrophe für alle diese Menschen wäre, die vom Staat bezahlt werden, denn sie kriegen derzeit einfach schlicht kein Geld. Und das ist so der große Streit und der wird auch nicht einfacher werden, dadurch, dass die Demokraten jetzt die Mehrheit im Kongress haben und der Republikaner immer noch im Senat. Und wir bleiben noch kurz in Amerika, aber in Südamerika und schauen auf den brasilianischen Trump, wie er genannt wird. Jair Bolsonaro ist jetzt offiziell Präsident von Brasilien und mit ihm wird sich einiges verändern. Er gilt als Rechtsextremist, als Rassist, als Sexist und wird einiges verändern. Er hat in der Verwaltung als allererste Amtshaltung angegeben, die Verwaltung seiner Ministerien zu säubern von ideologisch Andersdenkenden. Er hat den Schutz der indigenen Völker in Brasilien, was Amazonasgebiet etc. angeht, deutlich verringert zur Freude von verschiedenen Agrarunternehmen, generell der Wirtschaft. Auch die ökologischen Sanktionen für Firmen, die sich nicht an bestimmte Gesetze halten, sind eingeschränkt worden, was die Ökologen an der Stelle aufschreien lässt. Und der Schutz von verschiedenen Gruppen, zum Beispiel von LGBT, von den indigenen Völkern, wie ich bereits sagte, aber auch von Journalisten, ist weit eingeschränkt worden. Und auch für Journalisten zum Beispiel wird es, wie eigentlich überall auf der Welt, immer schwieriger werden. Leider sind die Frauenrechte nicht nur in Brasilien, sondern auch in Indien zum Beispiel weiter im Rückgang. Dort gibt es seit einiger Zeit eine eher konservative Regierung.
Und dementsprechend nehmen sich konservative Hindus vor allem viele Rechte raus. Es gab jetzt jahrelang das Gesetz, dass in bestimmten Hindu-Tempeln Frauen eben keinen Zutritt haben, weil, ja, aus religiösen Gründen schlicht. Mittlerweile ist das vom Verfassungsgericht dort aufgehoben worden, aufgrund der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dementsprechend haben verschiedene Frauen versucht, in diesen einen bestimmten Hindu-Tempel, um den es in der Nachrichten geht, hineinzukommen, sind dabei gehindert worden. Letztens sind zwei tatsächlich reingekommen und daraufhin gab es eine riesengroße Protestwelle. Viele, viele Menschen sind festgenommen worden, sind verletzt worden. Schäden in Millionenhöhe sind hier an dieser Stelle entstanden und auch der juristische Streit geht voran. Das nur als kleiner Einblick, dass Indien zwar in vielerlei Hinsicht immer moderner wird, aber dass das mit Gleichberechtigung, vor allem in religiöser Hinsicht in Indien, leider immer noch ein Problem ist. Und nun zur guten Nachricht der Woche. Das ist mal wieder was sehr Nationales, was wirtschaftlich ist. Denn mittlerweile sind es weniger als 3 Millionen Haushalte, die von Hartz IV leben. Das sind über 17% weniger als 2008. Und dazwischen, wissen wir alle, war noch die Finanzkrise. Wir haben jetzt jahrelang wirtschaftlichen Aufschwung und das macht sich langsam wirklich bemerkbar. Immer weniger Menschen brauchen eben diese Hilfe vom Staat. Und das muss man sehen, trotz auch der Flüchtlinge, die alle, oder 2015, 16, 17, 18, mittlerweile zu uns gekommen sind. Trotzdem haben wir wesentlich weniger Hartz-IV-Haushalte. Die Wirtschaft boomt, das Geld kommt bei den Menschen an. Die Menschen können besser leben und das finde ich definitiv eine gute Nachricht der Woche wert. So, das war's dann mal wieder von den Nachrichten von dieser Woche, von der ersten Woche 2019. Was denkt ihr darüber? Wie war euer politisches Jahr 2018? Was denkt ihr, wie wird 2019 werden? Besser, schlechter, internationaler, nationaler? Alles gerne, wie gesagt, immer in die Kommentare. Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.